Wir nehmen Sie jetzt gern mit, weiter durch diesen Abend. Herzlich willkommen zu Brisant. Wir schauen auf den Tag. Und starten heute mit einer privaten Tragödie. Wie hart es ist, bei einem Feuer alles zu verlieren, das sagt uns jetzt ein junger Mann. Den hat es ganz direkt selbst betroffen. Bei diesem schweren Brand in der Innenstadt von Delmenhorst ist das gewesen. Da fraßen sich die Flammen auch direkt durch seine Wohnung. Seine Haustiere, die Sachen vom Großvater. Es ist einfach alles weg. Und nicht nur dieser junge Mann ist betroffen. Vom Tiger kommen wir zu den großen Stars. Und da haben wir heute einige, die ihre Preise nicht mehr haben wollen. Wir verraten, warum. Da geht es um einen neuen möglichen Skandal für die Queen und wie Bob Marley weiterlebt. All das jetzt bei uns. Und loslegen wir jetzt mit der Prominenz. Da hält Tom Cruise seinen Golden Globe noch glücklich in den Händen und freut sich drüber. Jetzt will er ihn plötzlich nicht mehr haben. Das ist erstaunlich, aber er ist nicht alleine damit. Immer mehr Hollywood-Größen geben ihre Preise zurück. Warum der Golden Globe gerade so einen auf den Deckel bekommt, ausgerechnet von denen, die ihn ja mal so groß gefeiert haben. Wir verraten all das jetzt. Wo wir gerade bei Shocking News sind, wieder einmal ist das britische Königshaus bedroht von einem möglichen Skandal. Es geht um den Cousin der Queen, das ist dieser schmucke Mann hier. Der soll, sagen wir, darin verwickelt sein. Und zwar haben Journalisten ein Geschäft fingiert, um die angeblichen Seilschaften des Prinzen nach Russland bis hin zum Kreml, das ist nämlich der Vorwurf, zu beweisen und offenzulegen. Es gibt auch Bildmaterial, das ist hier ein Ausschnitt. Und da scheint der Prinz tatsächlich auch auf diesen Deal einzugehen. Das könnte also tatsächlich noch hohe Wellen schlagen. Wie das weitergeht, muss man beobachten. Sie hören, wir machen Musik. Die Besten sterben immer zu früh. Und für viele hat er die beste Musik gemacht. Bob Marley ist heute vor 40 Jahren gestorben. Damals war er gerade mal 36. Wahnsinn. Aber seine Musik, die überdauert, man hat sie sofort im Ohr. Und was beeindruckend ist, dass gerade junge Bands sagen, mit diesem berühmten Bob Marley-Sound können wir heute immer noch ganz viel anfangen. Das ist eben nicht nur die richtige Musik zum Kartoffelschnippeln. Da höre ich sie nämlich tatsächlich immer. Aber jeder hat ja seine eigene Assoziation im Kopf. Er könnte demnächst wieder Schlaflieder singen. So könnten wir uns das Lächeln bei Heino Ferch gerade vorstellen. Es gibt sehr schöne News von dem Schauspieler und seiner Frau Marie-Jeanette. Baby Nummer 3 ist nämlich unterwegs. Und klar, die Eltern freuen sich riesig. Die anderen Kinder sind 12 und 7. Also da kann so ein kleiner Mini-Ferch jetzt zu Hause sicherlich mal wieder für Stimmung und ein bisschen Lautstärke sorgen. Wir gratulieren und freuen uns jetzt über noch mehr News rund um den Nachwuchs aus der Promi-Welt. Warum soll es dem mit der Figur anders gehen als uns? Die sympathischsten Falten sind doch die, die mitlachen können. Und Winfried Glatzeder hat glücklicherweise ein paar dieser lächelnden Falten. Heute erinnert er mit anderen großen Stars, der vor dem Fernseher saß, im Schlafanzug mit geschmierten Broten. So ein bisschen Lagerfeuerromantik, die ja so oft zitiert wird. Die DEFA hat Jubiläum, und zwar 75 Jahre. Und gute Filme sind bekanntlich die, die man sich immer wieder ansehen kann.